So, schauen wir mal, wie das aussieht. Knochenmehl. Grauer Farbstoff. Hellgrauer, genau. That's it. Das habe ich gesucht. Hellgrauer Farbstoff. Dann machen wir mal 6-mal hellgrauen Farbstoff, Rex. Und versuche mal ein bisschen Wolle zu färben. Da ist sie. Gelbe. Tun wir die mal weg hier. Färben wir mal. So, wie ging das jetzt? Hellgrauer Farbstoff. Hellgraue Wolle. Wunderbar. Und jetzt hellgrauer Teppich. Herrlich. So, dann brauchte ich braun. Graue, schwarze. Nee, wir nehmen mal schwarze. Grau-braun habe ich jetzt nicht. Und da müsste ich das mit Kakaobohnen machen, die wir auch nicht haben. Doch, da wären ja welche. Okay, machen wir das doch mal. Kakaobohnen. Geht das so? Da muss ich die mal gucken. Wo sind sie denn? Ich soll sie auch rausnehmen. Geht denn das so? Ja, wunderbar. Gibt zwar nur einen raus, aber das ist ja erstmal egal. Ja, das war natürlich gut. Ich kann ja nicht zwei nebeneinander setzen, wenn ich nur einen habe. Also war das nix hier. Kakaobohnen. Na, wo ist denn die Wolle da oben? So. Schwarze Wolle, ja. Wir haben erstmal schwarzen Teppich, wir haben hellgrauen Teppich, wir haben blauen Teppich. Und da werde ich jetzt mal was machen, was ich ja in dem Haus von Amiga Link zum ersten Mal gesehen habe. Und werde das hier nicht für eine Arbeitsplatte, sondern für einen Couchtisch verwenden. Ja, wie viele Bücherregale habe ich denn eigentlich noch? So, da werden wir jetzt mal hier mit blauem Teppich. Hier unten alles auslegen. Wir werden hier ein Zäunchen hinsetzen. Hier blauen Teppich. Und da oben dann einen schwarzen da drauf. So. Das sieht ja auch schick aus. So könnte man natürlich auch noch Computertische machen, aber man kann da nichts draufstellen. Denn wie man hier unten sieht, ist ja der ganze Block jetzt sozusagen mit Teppich aufgefüllt, auch wenn man nur unten das sieht. So, jetzt machen wir hier noch Sitzecken hin. Hier kommen dann Bücherregale hin. Okay, dann machen wir also, ja, wenn da oben zu stark geduscht wird, dann merkt man das hier unten. Hier. Hier kommt auch noch was hin an Sitzecke und hier noch. Das heißt, hier machen wir mal ein weniger
So, und dann werden wir hier noch ein bisschen einen Tisch hinpacken. Und auch hier, und da tun wir dann noch einmal schwarze Wolle drauf. Und auch da, hier mal Teppichboden. Hier können wir auch noch ein bisschen Sitzmöbel hinstellen. Wir können auch hier noch Teppichboden verlegen. Und zwar haben wir 8 noch. Und mal gucken, für wie viel das reicht. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8. Habe ich noch blaue Wolle? Nee, im Moment nicht. Hellblau habe ich noch. Wie ist denn das eigentlich, wenn ich hier... Ja. Wenn ich hier weiße Wolle hinsetze, wollte ich sagen. Und darauf dann schwarzen Teppich. Auch nicht schlecht. So. Blau ist meine Lieblingsfarbe, aber diese Kombination Schwarz-Weiß-Blau ist also wirklich das Beste, meiner Meinung nach. Schwarz-Weiß-Blau, gibt es eigentlich ein Land, das diese Farben hat in ihrer Landesfahne? Müsste ich mich mal erkundigen, weiß ich jetzt nicht. So, das sieht auf jeden Fall sehr schick aus. So, hier könnte man dann Bücherregale hinsetzen. Hier könnte man auch Sitzplätze hinmachen. Da werde ich mal hier wollte ich richtig, wie viel habe ich denn? Graue, hellgrauer Teppich habe ich 9 Stück. Das sieht nämlich dann aus wie eine richtige Küchenarbeitsplatte. So, zack. Wunderbar. Und man kriegt das Ding auch noch auf. Kann ich also hier draußen auch hinsetzen. Anstatt dieser Platten hier. So. Sehr schön. Hier haben wir Tropenholz. Da hinten haben wir das Dunkle. Hier das dunkle Holz. Ja, der Teppichboden müssen wir noch ein bisschen weiter verlegen. Dass das ein bisschen schicker ausschaut. Also 6 brauche ich noch. Oder 5. Hier kommen dann so Bücherregale hin irgendwie. Hier also auch zur Wand hin da. So, jetzt wollte ich ja Sitzmöbel drin haben. Da sind 4, die da rauskommen. Da können wir noch ein paar mehr vertragen. 8. Dann machen wir hier unsere hier könnten wir eine Frühstücksecke hinbauen. Ups. Ist es schon wieder dunkel? Nee. Aber gleich. So, hier könnten wir eine Frühstücksecke hinbauen. Die machen wir noch schnell.
dazu nehmen wir dann noch Druckplatten. Und zwar 2 Stück. Und nochmal welche. So, dann haben wir die dann hier, Druckplatten. So, das ist die Frühstücksbar. Dann gehen wir mal schnell ins Bett. Hier fehlt überhaupt Licht. Sehr finster hier. Auch hier. Auch hier. Na, so, jetzt bin ich begeistert. Also, wirklich wahr. So, da kommen wir also in die Küche rein, Frühstücksbar, hier kommen ein paar Sitzmöbel hin noch, so eine Sitzecke, so passt doch das wunderbar hin. Und da tut man mal eine Druckplatte drauf. So, dann haben wir hier. Hier könnte man dann noch einen Tisch vertragen. Regale. Für Regale nehmen wir mal die hochmodernen Steinziegel-Regale von wem auch immer. Ja, dann nehmen wir die Steinziegelregale oder nehmen wir die anderen. Ich glaube, die anderen, die wir hier auch hatten, für den Computertisch. Das ist doch, das sieht ein bisschen besser aus für Regal. Also, brauche ich Cleanstone, wo ist er? Im Lager. Brauche ich blaue Teppiche. Sind auch im Lager. So, 1 Uhr haben wir jetzt. Das wäre noch ein bisschen Zeit. Der arme Kollege, der die Nachtschicht hatte von Samstag auf Sonntag oder von Sonnabend auf Sonntag, wie das ja bei mir eigentlich richtigerweise heißt. Der hat eine Stunde länger gehabt. Vielleicht darf der ja zum Ausgleich dann die Nachtschicht von machen. 6 Standstufen. Ja. 12. Vielleicht darf der ja die Nachtschicht machen, die dann nur 9 Stunden dauert. Das ist dann die im nächsten Jahr zur Einführung der Sommerzeit. So, 6 blaue Teppiche. Wie viele Bücherregale habe ich eigentlich noch? Ich glaube nicht so viele, weil ich... Ja,
Die habe ich ja alle hier verbraten für das, oder gut angelegt, heißt das, nicht verbraten, für meinen Zaubertisch, Zauberraum. Komm. So, hier nochmal ein bisschen Teppich hin. 6 waren es, glaube ich, sogar. Oder 5. Jo, so sieht das schon mal angenehmer aus. Dann hatte ich hier Regale gemacht. Wo sind sie denn? Da sind sie. Machen. Hier machen wir mal das Regal bis zum Boden durch. Oder so. Ja. Sieht doch schon mal richtig fesch aus, finde ich. Hier könnte man noch einen Tisch hin machen. Ja. Das brauchen wir ein paar Zäune dafür. Ich bin noch auf schwer. Ja. So kriege ich keinen Hunger, mein Gott. So, hier mal noch ein Tischchen und eine Druckplatte. Die ich natürlich wieder nicht habe. So, inzwischen ist das Inventar voll gelaufen mit allem möglichen Kleinkram. Das machen wir mal so zu. So, das ist der Küchenbereich. Also, wie gesagt, man könnte irgendwo noch Kloston anbringen. Was machen wir hier draus? Ah, genau. Hier machen wir noch Regale hin. Aus Fichtenholz. Fichtenholz. Ich sollte aber vorher mal so ein bisschen was hier ablegen. So, Fichtenholz. Wo ist jetzt das? Habe ich das alles umgewandelt jetzt? Nee. Fichtenholzbretter. So, da brauchen wir 3, 6, 9, sag ich mal. 12. 3, 6, 9, 12. Ist schon wieder dunkel. Nee. So, dann machen wir doch mal hier ein Fichtenregal hin. Und zwar mal sowas hier. Richtig modern. So, das gleiche auf die andere Seite. Hier so als Raumteiler, als richtig schönen modischen Raumteiler. Das war jetzt natürlich großer Käse. Sondern das tun wir wieder hier hin. Als Widerlager. So, jetzt machen wir mal auf diese Seite, machen wir um die großen. Das
das große Loch oben hin. So natürlich nicht. Oder? Ist vielleicht auch gar nicht so schlecht. Mal gucken, mal testen. Das ist jetzt reiner Zufall gewesen, aber das sieht auch nicht schlecht aus. Also, das ist auch interessant, ja. Das hat sich jetzt auch so senkrecht irgendwie. Ach so, ja, das ist ja dann die Ecke. Ne, das sieht doch so schlecht so gut. Das sieht doch gut aus, soweit. Wollen wir nochmal gucken, ob man das vielleicht noch anders hinkriegt. Wo sind sie denn? Hier. Nee, das eben sah schon richtig gut aus. Das lassen wir mal so. Und ich glaube, wir machen das auf der anderen Seite genauso. Nur dann halt so, dass hier unten das Ding ist. Oder das mal. So hin und so hin. Oh, schön. Moderne Regalschränke hier. Und es hat sogar, hier kann ich es auch noch anders machen. Das ist so wird wie nebenan. Mal gucken. Na, so, jetzt bin ich begeistert. Also, wirklich wahr. Das hat, sieht so gut aus, dass wir uns gleich mal ins Bett legen. Hier ist doch recht finster. Das gefällt mir, das gibt dem Haus ein bisschen was hier. Ja. Machen wir doch noch gleich mal was ganz anderes. Nämlich nochmal Fenster hier rein. So ähnlich wie wir sie hier auf der anderen Seite schon haben. Ich bin ja ein Fan von so ein bisschen gegliederten Dächern. Und da ist so ein Dachfenster natürlich ganz hervorragend. Machen wir erstmal hier gut, dass es nicht regnet. So. Werde ich mal von außen Dirt gleich mal anbringen und ein bisschen Glas holen. So, was machen wir dann im Untergeschoss hier? Da können wir dann Büros machen. Wir haben ja dann hier einen Wohnbereich, einen Küchenbereich, oben einen Schlafbereich, einen Schädelbereich, unten Büros rein und dann natürlich auch Toiletten für Bedienstete und weiß der Geier alles. Da müssen wir aber erstmal ausschachten. Was wollte ich jetzt holen? Glas.
Richtig. Was ist hier drin? Nee. Da drin. Genau. So, Glasscheiben. Da brauche ich 1, 2, 3, 4, 8 Stück. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Wir haben 10 Fichtenholzbretter. Die Treppen, das reicht wohl aus. So. Ja, hier müssen wir ja auch weitermachen. Dann wollen wir hier uns hier hochbauen. Wo ist das Glas? Da ist es. Das Fichtenholz. So, wie ist das hier? Verbindet sich das? Jetzt. Okay, dann müssen wir also hier dann doch mit den richtigen Blöcken arbeiten. So. Gleiche machen wir dann hier auch noch so einen richtigen Block hin und da und haben wir noch Fichtenholz, ja, haben wir noch. Und hier noch hin und da noch hin und dann brauchen wir die Treppen, die wir ja gerade abgeschlagen haben. Sonne, ah, ist noch hoch am Himmel. Brauche ich da noch Fichtenholzbretter? Gibt's doch gar nicht. Gibt's doch gar nicht. Doch, bei Opa. So. Was hatte ich gesagt? Da noch drüber. Ne, da war er nicht hin. Okay, das holen wir uns aber wieder raus. So, damit ist das Dach mehr oder weniger fertig. Es geht sogar auf. Müssen wir dann noch die Ecksteine da hinten wegkloppen, dass sich das verbindet. Ja, sogar so einen Fehler können wir noch uns erlauben. Hopsa. So. Ja, ich muss ja irgendwie da runter. Blumentöpfe. Wäre auch was Feines.
Dirt. 5 haben wir noch. Reicht das? Reicht. So, und jetzt so, jetzt schließt sich das ja da schön automatisch alles zusammen, hoppsa. Herrlich. Das hat sich auch schon zusammengeschlossen. Hier ist noch ein Dachstückchen, was da rumfliegt. Jetzt wird es doch knapp. Haben wir noch. Wir dürfen uns keinen Fehler erlauben. Dann geht sich das aus. Und es geht sich aus. So, jetzt gucken wir uns das mal von unten an. Das alles soweit richtig gemacht haben. Nehmen wir mal einen etwas entfernteren Punkt ein her. So. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen zu weit weg. Ja. Das gefällt mir, das gibt dem Haus ein bisschen was hier. Giebel ist neu gemacht worden, wir haben oben dann ein bisschen Licht reinbekommen. So, nächster Schritt ist dann hier eine Tür. Wir sehen oben ein bisschen anders aus als die. Diesen spitzer. Na gut, merkt ja keiner. Warum auch nicht? Doch der einen Seite spitzer, nach der anderen nicht. So, dann heißt es jetzt ja, die Decke, okay. Fußboden, der Tisch. Sagt hier in der Mitte, da könnte man noch so ein Sitzmöbel hinstellen und hier vielleicht so als Raumteiler und auch hier hinter noch Regale. Ich glaube, das sieht dann ganz gut aus. Hier könnte man dann irgendwas an... Ah ja. Ach Leute, das sieht ja schon besser aus als vorher, würde ich mal sagen. Ja gut, diese Fenster waren natürlich auch nur ein breit. Diese sind ja, oh, was man für einen schönen Blick hier hat. Was man für einen schönen Blick jetzt hier hat. Diese sind natürlich auch zwei breit. Insofern müssen sie anders sein. Schön. Dieses Ausschachten und dieser Wahnsinnsschaufel, das ist ja echt der Hammer. So, wir brauchen jetzt Fichtenstämme. Das sind
diese Dinger hinten. Ich wollte jetzt mit dem Mausrad klicken, das ist aber beim Creative Mode nur erlaubt. 1.21 Uhr und 29. Oktober. Ja, und jetzt geht's weiter ins Untergeschoss dieses schicken Hauses, was jetzt immer schicker wird. Da nehme ich mir aber mal meine Geheimwaffe mit. Das ist hier diese Diamantschaufel. So, die Schere tun wir wieder oben hin. Die brauche ich nicht. Was haben wir noch, was ich nicht brauche? Also, ich brauche eigentlich nur jetzt das mal alles hier weg tun. Ich brauche eigentlich nur Fichtenholz und Sandstein, ne? Sandstein, jo. Sandstein, da nehmen wir mal ein bisschen mehr mit. Da tun wir mal den ganzen Kram da oben so weit rein. Das heißt, wir brauchen vielleicht eine Steinziegeltreppe wieder für unten runter zu gehen. Da ist noch ein bisschen was. Das kann hier hin. Also hellblaue Wolle, Tintensäcke. Ach, da wären ja noch welche gewesen. Meine Fresse. Ja, mir war auch so, als hätte ich schon mal Tintenfische gejagt oder was, aber ich habe die echt nicht gesehen. So. Bilder. Könnten wir auch noch da aufhängen irgendwie. Okay, das machen wir dann mal später. Jetzt geht's ans Ausschachten. Gehen wir mal hier rum. Immer mal wieder neue Wege. Es gibt ja immer neue Leute, die dazukommen, neue Zuschauerinnen und Zuschauer, wollte ich sagen. Und die können dann ja mal so ein bisschen immer mal wieder mitgucken. Als ich hier neue Wege gehe, die sie noch nicht kennen. Und dann kann man sich ja überlegen, können sich ja überlegen, ob sie dann vielleicht die Map mal runterladen wollen. Der Map runterladen oder Download besser gesagt, in dem Fall ist es wirklich mal besser eine englische Version zu nehmen. Englischen Ausdruck. So. Ja, wie tief wollen wir das aushöhlen? Also wir haben jetzt hier oben so einen Gang. Den würde ich auch mal gern so lassen. Upsa. Ist das denn Fichtenholz überhaupt? Ich denke doch, ne? Fichtenholz, jawohl. Ja, wie machen wir das? Also wir lassen das mal hier so in dieser Höhe. Den Boden.
Ja. Dann müssen wir hier austauschen. Dann müssen wir hier austauschen. Und dann muss ich mal sehen, wie weit wir sind hier auf. Die Mauer ist auf 33. Das heißt, wir können bis 32 runtergehen. So, 31. 32, genau, da ist die Mauer, da ist sie, ja, ach, wunderbar, so, jetzt machen wir das hier mal. Ach ja, hier ist der Durchgang. Und alles nicht so einfach. So. Wie weit ist denn da die Ecke da hinten? Entschuldigung, da muss ich mal hier auf den Tisch. 32, 66. Zwei. So, hier sind wir in der Ecke. Das ist natürlich richtig, dass das die Ecke war. Aber das war die falsche Ecke, denn wir haben ja außen noch einen Bereich, den wir ja auch unterkellern wollen. Also ist die richtige Ecke hier auf 71. Also nochmal 5 weiter. Ne, da ist die Treppe nach oben. Ist 71. So, das stellen wir mal hier so eine Fackel hin. Hier kommt man die Wand hin. Okay, alles klar. Das kann im Prinzip alles weg. Ah, darauf habe ich mich so gefreut hier. Dieses Ausschachten. Und dieser Wahnsinns-Schaufel, das ist ja echt der Hammer. Muss halt ein bisschen aufpassen. Prinzip. Ist das schon richtig heftig hier. So. Oben haben wir alles richtig zugemacht. Jawohl. Hier der Zwischenboden. So, und wir sind hier ratzfatz, sind wir durch. Dann werden wir hier nochmal schön den Rest wegkloppen. Und dann können wir sehen, was wir mit diesem neuen Raum hier machen. Wie sieht das aus mit dem Licht? Müssen wir mal rausgehen, wo steht die Sonne? Wie viel Zeit haben wir noch? Nicht mehr viel. Okay, dann machen wir noch ein ganz kleines bisschen hier. Vielleicht verteilen wir mal ein paar Fäckelchen.
Dann gehen wir ins Bett. Hier rein. Hier rein. Hier rein. Ach. Und der Weg ist schon recht kompliziert zum Bett. Das. Na gut. So, ich glaube, wir machen noch ein bisschen. Ne? Habt ihr noch Lust? Also ich habe noch Lust, jetzt diesen Raum zumindest in seiner Rohversion auszuhöhlen. Das, glaube ich, schaffe ich in dieser Folge hier noch. Wo ist unser Steak da? Also Steak kann schon recht nahrhaft sein. Wir machen dann auch gleich die Wände richtig. Und vielleicht auch den Durchgang hier gleich. Mal gucken. Dass wir hier die Treppe richtig legen. Das war ein bisschen viel, was wir da gerade weggekloppt haben. Gleich mal wieder hinsetzen, die Treppe. So. Ja, das können wir dazu machen. Ich weiß gar nicht, warum wir hier so tief ausgehöhlt haben. War da Kohle oder was? Kann ich mich gar nicht mehr dran erinnern. Ich habe mal so ein paar ganz interessante Fragen jetzt so am Ende dieser Aufnahmesession. Was mich so mal von euch interessieren würde. Ihr fragt mich ja auch immer so Sachen. Ja, und dann kann ich ja auch mal fragen. Wie seid ihr eigentlich auf mich gekommen? Würde mich mal interessieren. Rein zufällig, absichtlich oder? Würde mich echt mal interessieren. Und die andere Frage könnt ihr gleich mal mit beantworten dann. Habt ihr eigentlich schon mal aufgrund eines Let's Plays euch ein Spiel gekauft? Bei mir ist das so, wie ich auf mich gekommen bin. Ja, gut. Scherz beiseite. Aber bei mir ist das so, dass ich tatsächlich schon mal ein Spiel gekauft habe aufgrund eines Let's Plays. Vielleicht kann man da auch Minecraft dazu zählen, denn ich hatte ja, wie gesagt, erstmal Testversion nur gehabt, die man damals so im Internet frei spielen konnte. Geht ja jetzt, glaube ich, auch noch diese Einfachversion auf der Homepage von. Da fehlt ein bisschen Laub da noch, stelle ich fest. Also auf der
Homepage von Minecraft oder MineDark, nee, Mojang, so, MineDark ist eine andere Firma. Entschuldigung, das war meine Teetasse. Und dann hatte ich ja, wie gesagt, was machen wir hier? Weiß ich noch nicht, aber hier machen wir mal die Glas brauche ich noch. Ja, ich hatte, wie gesagt, ja, zunächst mal dieses freie Spiel da auf Mojangs Seite gespielt. Eine Einfachversion, Alpha, Beta oder was war geil, was das war, oder Classic. Und boah, im Prinzip, das Prinzip war schön, aber ich habe es nicht so richtig verstanden. Dann hatte ich ja, wie gesagt, Let's Plays gesehen von, vor allen Dingen zunächst mal Pongy zockt jetzt Ibis Games. Was wollte ich denn holen? Glas. Und zwar dieses Glas, genau. Ich glaube, ich kann meine Geheimwaffe hier wieder wegtun. Und habe dann praktisch das Spiel ja. Ach, nehmen wir mal hier den unteren Durchgang jetzt und habe dann ja das Spiel praktisch aufgrund dieses Let's Plays von Pongy oder Ibis Games gekauft. Minecraft. Und dann gibt es noch ein Spiel, das ich bei einem Let's Player gesehen habe. Und zwar bei einem Let's Player, der Simulationsspiele macht, hauptsächlich. Sowas wie SimCity oder ähnliche Sachen. Wo man also die Wirklichkeit simuliert wird. Und der hat ein Spiel mal vorgestellt, Cities in Motion. Da ist man Betreiber einer Firma, die sich um den öffentlichen Nahverkehr kümmert. Genau, da musste das Holz sein, richtig. Die sich um den öffentlichen Nahverkehr kümmert und dann halt sehen muss, dass das alles gut funktioniert. Upsa. Und dieses Spiel habe ich mir dann gekauft aufgrund dieses Let's Plays von diesem Spieler, der Tom Dottio heißt. Tom Dottio hat so weit über 10.000 Abonnenten. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt gar nicht wie viele, aber auf jeden Fall viel mehr als ich und ist ein Österreicher und macht das also ganz toll. Er macht wirklich sehr ruhig, spielt der und stellt Spiele vor, die mir vom Charakter her sehr gelernt. Auch mal Minecraft gespielt, aber das habe ich jetzt erst irgendwann später mal gesehen, dass er in seinen Playlists auch Minecraft drin hatte. Aber der hat zum Beispiel sowas wie SimCity oder andere Spiele dieser Art. Seinem Repertoire und eben auch so Verkehrssimulationen, Omnibus Fahrer, Driver oder wie das immer heißt hier, wo man da mit einem Omnibus oder LKW durch die Gegend fährt. Was ist denn hier los?
Vielleicht müssen wir noch mal tiefer aushöhlen. Wenn wir mal hier einfach so ein paar fundamentale Pfosten hinsetzen. Hier war, glaube ich, noch einer. Na, wie weit geht denn das hier noch? Da ist er. Okay. Hätte ich ja mein Ding doch noch behalten sollen hier, also diese super Schaufel. Ich dachte, ich war schon fertig. Also wie gesagt, dieses Spiel Cities in Motion, vorgestellt von Tom Dottio. Da habe ich wirklich ein Spiel mir mal gekauft, aufgrund eines Let's Plays. Also wie gesagt, wie habt ihr mich gefunden? Es gibt ja einige, die gerade letztes Jahr im Herbst wohl dazu gekommen sind, da sollte man ins Bettchen gehen oder ich sollte mich jetzt aufstellen. Ich habe ja noch eins in der Hosentasche. Immer gut, wenn man an seinem Arbeitsplatz schlafen kann. Wo waren wir stehen geblieben? Also die Leute, die im Herbst 2012 gekommen sind, da sind ja sicherlich einige über Porkchop gekommen, weil ich da ja mitgespielt habe. Eine Folge oder zwei, besser gesagt. Und das war auch was, das habe ich ja bei mir als eine Folge hochgeladen. Mein lieber Scholli, das war natürlich heftig, obwohl das ja nun wirklich mit ganz, nicht mit HD war, sondern mit, was ist das, LD, keine Ahnung, hat das glaube ich 12 Stunden gebraucht, bis es hochgeladen war, also das würde jetzt glaube ich nur 3 Stunden dauern. Aber so die bei Irwini, die haben ja auch schon ganz schön lange gedauert. 4-5 Stunden. 6 Stunden, glaube ich, nein sogar. Trotz dieses jetzt deutlich besseren Internetzugangs. Ja, also wie gesagt, im Herbst 2012. Ich vermute, da sind etliche unter euch, die mich über Popjob gefunden haben. Würde mich echt mal interessieren. Und vor allen Dingen würde mich das interessieren, wie kommt ihr jetzt im Moment auf mich? Es kommen ja doch einige neue dazu. So. Mundpropaganda, Empfehlung von anderen oder wie auch immer. Bei mir ist das so, dass ich also häufig dann neue Let's Player auch durch solche Empfehlungen von YouTube bekomme. Das steht ja immer für sie empfohlen oder für dich empfohlen.
Ja, ihr Mähschweine. Mähschweine. Ja gut, Schweine, die Mäh sagen, sind Schafe. Habe ich das richtig interpretiert hier? So, da könnte man jetzt hier das als Glas umbauen, hier um. So, das waren Glasscheiben. Na gut. Machen wir das später mal mit den Glasscheiben. Da ist er, genau, den habe ich gesucht. Den ziehen wir wieder runter. So, das hätte man. Sekunden noch. Kloppen und wir sind fertig, zumindest mal zum nächsten Mal. Und jetzt ist es schon nicht mehr so igittigit, sondern es hat schon ein bisschen Struktur. Hier kommt noch Sandstein hinein. Die Frage ist, reicht der? Wahrscheinlich nicht. Wie wir dann die Inneneinrichtung machen. Na, habe ich noch was? Nee. Wegen drei Dingen hier. Das ist aber gut, ne? Okay. So, da haben wir jetzt unsere... Ja, machen wir hier den Podest hin. Das Podest, den Podest. Lassen wir das Ding hier so. Ziehen wir das vielleicht noch ein bisschen größer. Auf jeden Fall brauchen wir noch Steinziegel. Wenn wir den Boden hier aus Steinziegeln machen wollen, das ist, glaube ich, eine gute Wahl. So, dann holen wir uns noch Steinziegel, machen den Boden fertig und dann machen wir den Zugang zum Hotel. Steinziegel, ach ja, können wir ja selbst bauen. Hatte ich nicht noch was im Ofen? Nee. Doch. Gleich mal wieder den Ofen füttern. Die Öfen füttern. Und da ist nichts mehr drin. Ach, hier ist ja noch offen. Okay, das wird ja auch alles nochmal neu gemacht hier. Wie gesagt, hier kommt der Bahnhof hin. Das hier wird auch entkernt. So, Steinziegel hatte ich gesagt. Na, geht doch auch. Ohne Werkbank.
Ja, Hundchen. So, die Sonne geht unter. Ich glaube, wir machen noch eine Nacht. Schlafen wir noch. Und dann gehen wir selber auch ins Bett. So, erstmal hier aushöhlen und hier mit Steinziegeln auslegen. So, dann können wir ab hier die Treppenstufen machen. Das hier wird die Höhe des Fußbodens. Ausleuchten. Das ist ja immer das Schöne am Sandstein, dass der so richtig schön hell ist. Ich hätte mal gleich Sandstein mitnehmen sollen, auch habe ich jetzt wieder vergessen. Okay. Ihr wisst ja vielleicht, dass es den Kanal Uber spielt, auch als Twitter-Version gibt und als Google Plus oder wie das heißt. Das heißt, da wird also alles durch die Gegend getwittert, was es Neues am Kanal gibt. Und wenn ich natürlich bei Twitter bin, dann bekomme ich selber natürlich auch irgendwelche Mitteilungen, das ist ganz klar. Ich habe ja auch Leute abonniert, die ich wo weiß erkenne, wahrscheinlich aus der Let's Player-Szene, wie man so schön sagt. Also bin ja in einem Let's Player-Forum und von drei Frauen übrigens. Matokori-Forum, also wenn ihr da mal reinschauen wollt, gerne. Nacht. Und da werden natürlich manchmal so Weisheiten getwittert und vielleicht auch, tja, mache ich das ab hier, weiß ich noch nicht, Weisheiten getwittert, eine Weisheit zum Beispiel auch weiter getwittert von einer dieser Damen. Die ganzen Leute, die anstatt okay nur K schreiben. Was machen die eigentlich mit dieser gewonnenen Freizeit? Sehr hübsch. Bisschen sarkastisch gemeint natürlich, das ist klar. Denn so viel mehr Freizeit hat man ja gar nicht dadurch, dass man mal einen Buchstaben weglässt. Noch was Interessantes, ich meine,
manchmal beim Autofahren fällt mir das also auf. Natürlich fällt mir das beim Autofahren auf, weil es ja um Autofahren geht. Also Leute, die irgendwo hin wollen und rasen zum Beispiel von einem Ort in den nächsten, weil sie es eilig haben. Ja, da gibt es dann Leute, ich fahre da so ganz normal entlang, ne? Und dann werde ich also mit einem halsbrecherischen Manöver, ehrlich gesagt, wirklich, werde ich überholt von einem Autofahrer, der es offenbar tierisch eilig hat. Und dann ist es mir also wirklich so passiert, dieser Autofahrer fuhr dann vor mir her, natürlich auch mit Karacho weiter, aber ich habe natürlich noch gesehen, weil die nächsten paar Meter, Kilometer sieht man ihn ja noch. Nein, was hat er gemacht? Wir kamen an einem Ort an, so nach etwa keinem, es war kein Kilometer. Und da ist dieser, der mich vorher so halsbrecherisch überholt hat. Also wirklich, das war wirklich sehr halsbrecherisch. Der ist dann, ich glaube, ich mache hier noch ein bisschen höher. Dass wir da oben hier so ein bisschen weiteren Absatz haben. Der ist dann im nächsten Ort noch 200 Metern in eine Hofeinfahrt eingebogen. So. Dieses Stück ist mein neuestes Stück. Heute erstellt. Und da fehlt mir auch noch Sandstein. Und das heißt, weil ich nämlich vorher geguckt habe, dass ich ein 2 Stunden 15 Minuten Playlist hatte heute, dass jetzt 2 Stunden 15 Minuten oben sind. Das heißt, ich hole noch ein bisschen Sandstein, um die ganzen Sachen dann auszubessern. Und dann werde ich einfach mal sagen, bis zum nächsten Mal. Aber erstmal müssen wir hier ordentlich ausbessern. Und wir haben jetzt die Möglichkeit, hier schön reinzulaufen. Hätte ich eben auch dran denken können. So, bei der nächsten Aufnahmesession dann. Kann es sein, dass wir schon mit 1-7 spielen? Ich weiß es allerdings noch nicht, denn Glas habe ich schon wieder weggepackt. Ne, da ist es noch. Denn bei 1-7, ich habe es schon angespielt, hier die 1-7 in einer Kopie, und ich habe es schon in einem Kommentar, in einer Kommentarbeantwortung geschrieben. Es ist ziemlich katastrophal, was da passiert mit der 1.7. Aber wir müssen da natürlich mit leben. Ja. Und ich sage jetzt noch nichts, was da passiert. Hier machen wir erst noch mal ein paar Fensterchen rein, damit wir hier auch Licht haben. Ja, die 1.7, das wird wirklich eine einzige Katastrophe hier.
Aber wie gesagt, wenn die Welten sich ändern, müssen wir das halt so akzeptieren, wie es ist. Wenn es mal hier in Mitteleuropa einen Kometeneinschlag geben würde, das wäre auch eine Katastrophe. Aber da kann man halt nichts dran ändern. Ob man es nun vorher weiß oder nicht. Und genauso ist es hier mit Minecraft 1.7. Ich mache das dann doch hier noch so. Wieso habe ich hier nur einen Vierer? Ist das so gewollt? Ich glaube schon, das war so gewollt. Ne? Dann machen wir also auch hier. Upsa, da oben auch nur so ein Fensterchen rein. Also vielleicht beim nächsten Mal mit 1.7. Ich weiß es allerdings ehrlich gesagt noch nicht. Ich kann das noch nicht sagen, ob wir nächstes Mal mit 1.7.2 spielen. Wie gesagt, ich muss erstmal sehen, dass die Modifikationen, die ich benutze, die Mods, dass die alle abgedatet sind. Und dann entscheide ich das. Star, nee, haben wir nicht. Also werden wir das hier erstmal mit Steinziegeln abteilen. Ja. So, dann haben wir also hier so einen Durchgang. Der Raum ist soweit jetzt fertig. Wir werden hier Büroarbeitsplätze einrichten. Denn so ein, ja, hier fehlt ein Glas halt. Wir haben jetzt Glas mitgenommen. Können wir ja in einem der neuen Arbeitstische hier mal so ein bisschen gleich 16, okay. Das gleich mal hier reparieren, richtig machen. Ja, da oben fehlt ja auch was. Richtig, genau. So, liebe Leute. Das war die heutige Aufnahmesession. Ich schalte mal auf friedlich. Und wir gucken mal, was wir heute geschafft haben. Wir haben uns heute hauptsächlich hier mit diesem Gebäude befasst. Mit dem Schafzüchterhaus, oder ich werde es mal, ja, die Tür müssen wir auch noch machen. Ich werde es mal Tierzüchterhaus nennen, weil wir jetzt auch Kühe. In der Nähe haben. Kann man hier was anbringen? Nee, ich muss da drüben. Okay. So, wir haben hier eingerichtet. Hier fehlen noch ein paar Dekorationsgegenstände. Hier fehlt noch ein bisschen Bücherwand. Und auch hier, wir haben also hier so einen hypermodernen Tisch uns überlegt,
und wie gesagt, die Idee von Amiga Link übernommen aus seinem Haus, der das für einen Schreibtisch gemacht hat, den Sitze für einen Couchtisch gemacht. Und ja, hier so ein bisschen mit blauen Teppichen gearbeitet. Wir haben endlich hier auch den richtigen schönen Fußboden für die Küche drin. Und wir haben die Küche drin. Frühstücksecke, Regal, also alles, was da ist. Das passt also auch dann wunderbar hier zu der Chill-Out-Area hier draußen. Zu unserer Party-Ecke. So, alles zu. Dann haben wir diese Leitern weggenommen. Und haben stattdessen hier eine Treppe eingebaut, was ja auch wesentlich schöner ist. Hier haben wir nichts geändert. Hier haben wir die Wand ein bisschen vorgezogen. Man könnte die Wand hier auch noch vorziehen. Könnte man direkt machen. Ja. Und hier hinten ist dann der Durchgang mit diversen Ausblicken in den Computerraum von dem, das ist allerdings der Privatcomputer, hier das Schlafzimmer. Noch ein bisschen riesig. Neue Fenster haben wir drin. Jetzt kann er also endlich an beiden Seiten hier auf seine Schafe gucken. Hier sammeln sie sich, wollte ich sagen. Ja, die Kühe sieht er noch nicht. Und wir haben vor allen Dingen hier unten jetzt, wenn man dann da mal hinkommt, also diese Regale, diese Raumteile gefallen mir doch sehr gut. So, wir haben hier jetzt, das können wir wegtun. So, igitigit ist das nicht mehr. Herr Bietenbrink. So. Upsa, alles abgeschwemmt. Da müssen wir ein bisschen Licht machen. So, das wird hier ein Büroraum werden. Denn diese Firma Tierzucht. Schönes Panoramafenster hier. Ja, dieses Büro, dieses Tierzuchthaus braucht natürlich ein bisschen Verwaltung. So. Ach, wir haben noch am Vulkan rumgebastelt. Genau. Das haben wir am Anfang gemacht. Wie hoch ist er denn? Ja, man sieht ihn da hinten in der Ferne glimmen. Hier sieht man ihn nicht. Okay, dann gehen wir mal ins Bett. Warum gehe ich jetzt hier runter? Nun, das ist relativ simpel. Ich möchte zum Schluss doch wieder meine herrlichen Schnelllift benutzen. Schneller als alles, was es sonst so auf der Welt gibt. Je schneller man drücken kann, desto schneller ist man oben. Ich bin zwar jetzt nicht ganz oben, weil ich den Lift hier nur bis zum Wohnzimmer gemacht habe, aber das ist egal. Wir haben ja dann hier unsere schöne Treppe in unserem Privatwohnbereich hier hoch zu Rex. Und hier können wir eigentlich auch mal Teppichboden dann legen, denn Rex, das ist auch eine Maßnahme. Dann können wir nämlich hier die Decke ein bisschen höher machen und vielleicht auch aus Holz, das muss man sich dann mal überlegen.
Aber im Moment ist das so in Ordnung. Jo. Ja, liebe Leute, da bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Und ja, wünsche euch eine schöne Zeit bis zur nächsten Aufnahmesession. Für euch ist die nächste Folge ja wahrscheinlich morgen oder übermorgen. Für mich ist es vielleicht wieder eine Woche oder zwei Wochen hin, bis ich eine Aufnahmesession mache. Bis dann. Tschüss. Und dann vielleicht mit 172 und der großen Katastrophe. Bye bye.